So, direkt Start. Wir gehen so weiter in Part 9, glaube ich. Ich Es habe gibt das noch letzte so viel Mal, zu tun. als eigentlich Ente im Gelände bei der Aufnahme war, habe ich. Ich hatte genug Materialien bei. Oh fuck, ich finde mich hier einfach nicht zurecht. So furchtbar. Nicht da, das ist Multiplayer. Da ist Dings, da ist der Bauer. Also der Typ, der alles baut. Witzig, haha. Ah, ein neuer Guerriero. Oder hier. Keine Ahnung, ob ich heute eine Cafeteria gebaut oder so. Ist das der? Hey Philipp, was reparierst du da? Kaputte Waffen, kaputte Ausrüstung, kaputte Herzen, kaputte Träume. Du weißt schon, die ganze kaputte Welt. Du hast viel zu tun. Ich weiß nicht, wo die scheiß Kantine ist, ob die überhaupt noch da ist oder so. Wobei müsste, weil ich habe in meinem. Oder? Ach nee, hat er glaube ich nicht gespeichert. Ja gut, dann vergesst es. Aber ich habe die halt alle eingetauscht, davon konnte man dann gewisse Sachen machen. Und dann habe ich mir irgendwelche Rezepte oder so ertauscht, aber. So, Mission, wo ist der Kleine? Der hat uns ja eine Mission gegeben. Du Hurensohn. Da. Ruhig, mein Kleiner. Dieses Mal hole ich alle Zutaten. Die Arbeit wird nicht weniger. Ah, Mierda. Ich habe eine Zutat vergessen. Krokodilfleisch. Schwarze Bohnen. Das heißt, Krokodilfleisch habe ich schon. Oder? Oder? Muss ich mal kurz gucken. Lagerressourcen. Handwerksware. Zählt das dazu? Hasenfleisch. Mongofleisch. Frischfleisch. Alpha-Krokodilfleisch fehlt mir. Sonstiges. Was habe ich denn, was er möchte? Wollte er nicht Mungofleisch? Rosenwasser. Schwarze Bohnen, Rosenwasser. Habe ich. Ja gut, bei Impromaterial muss ich nicht gucken. Okay. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe überhaupt gar keine, aber der sagt halt, dass ich nur eine abliefern kann. Warte, was hat der nochmal gesagt? Schmeckt's dir nicht? Gut. Finde das größte, hinterhältigste und hässlichste Krokodil auf Costa del Mar. In Parque Serpentino. Parque Serpentino, mal gucke, mal Die Zutat google. habe ich vergessen. Costa del Mar. Ich brauche Hilfe und ich sage, verfolgen wir den. Ne, das ist Rang 5, da sollte ich noch nicht hingehen, wenn ich nicht geisteskrank bin. Aber so groß ist die Map jetzt, glaube ich, auch nicht. Würde ich jetzt mal vermuten. Naja, das hier einnehmen. Auf die Inseln können wir uns vielleicht schwingen. Maybe. Pi mal Daumen. Die Station müssen wir auf jeden Fall noch einnehmen, den Kontrollpunkt. Chorizo. Ich weiß gar nicht, kann ich einen Kontrollpunkt einnehmen ohne, also die Werbetafel halt dann abballern oder was das war? Nur, dass sie was merken. Wobei, habe ich den letzten Part, glaube ich, noch mit reingenommen. Darum wurde er auch eigentlich extra lang, aber ich habe da ein bisschen Kontrollpunkt-Action rausgeschnitten. Habe ich mir ganz am Ende einen Helikopter geholt. Und warum nicht? Helikopter rufen, ich hab nur den. Bisschen unlogisch, wie der spawnt, aber ich will nichts gesagt haben. Adaptive Trigger. Ziemlich jedes Spiel ohne Adaptive Trigger gespielt und sowas. Frech.
Vielleicht ist da ja irgendwo das Krokodil, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo auf dem Land das Krokodil sein würde. Also das wird hier irgendwo. Wird wahrscheinlich in der Region sein. Ach, ich kann so noch mehr zoomen. Ganz vergessen. Cortina. Was hat er gesagt? Banabandia. Ja, die Depots, die ganzen Scheißdinger. Na, Puta Grata. Nee, das ist es definitiv nicht. Da lieber Tat-Hauptquartier. Nee, also. Oh, das ist, glaube ich, ein Kriegsschiff. Können wir die Dinger eigentlich auch noch angreifen? Also so, das Verfahren jetzt. Die haben, glaube ich, eine Luftabwehr. Darum... Aber naja, ich habe einen Fallschirm, also ich könnte mich retten, aber der Aufprall ist, glaube ich, hart genug, dass er mich... Ah, Carlos hat Fotos geschickt. Das Ding kommt immer wieder neu. Schatzsuche, neue Schatzsuche aufgedeckt. Ich wollte gerade verstauen, aber das wäre dämlich. Ist das ein Gegnerdepot? Ich würde es wegen der roten Farbe vermuten, aber hier ist niemand. Warnung, Verstecken falscher Jaraner. Achtung Anwohner, jeder der Personen auf der Flucht vor der Justiz beherbergt wird mit der vollen Härte des jaranischen Gesetzes bestraft. Diese Nachricht ist ihre einzige Warnung. Ich soll hier eine Person, glaube ich, finden. Was ist das für ein Kack? Ein See. Nimm mal mit. Für den kleinen Hund von Philippe. Mungo und Mensch. Amigos, ich habe es geschafft. Ich habe ihn gefangen. Er hat mich schon viel zu lange gequält, mein Haus auf Stelzen zu setzen. Hat ihn nicht aufgehalten. Der Zaun hat ihn auch nicht aufgehalten. Aber ich habe es endlich geschafft. Bitte haltet euch von meinem Haus fern. Ich muss Benzin von Luis besorgen. Dann werde ich das für alle Mal beenden. Es ist vielleicht nur ein Mungo, aber für mich ist es immer La Comendraya sein. Scheiße, dieser Typ hat ein ernsthaftes Ungezieferproblem. Ich sollte mal reinschauen. Was haben die denn da? Die haben sich gerade einfach so verteidigt. Ja, why not? Dann gucken wir kurz hier. Ist ja nicht weit. Wir klauen denen ihre Sachen, die sie zum Überleben brauchen. Das ist ein Stützpunkt. Ach nee, das ist der Punkt, wo man, glaube ich, die Schiffe angreifen kann. Und da ist ein Dingsschiff. Praktisch. Ah, das ist eine Dings, glaube ich. Die brauche ich. Schätze ich mal. Hey! Hey! Sag mir, was du weißt. Jemals von der Legende um La Princesa gehört? Es begann alles in der Agujero Azul. Vielleicht... Hey, weiter. Jemals von der Legende um La Princesa gehört? Es begann alles in der Agujero Azul. Vielleicht kannst du die Wahrheit hinter der Geschichte ans Licht bringen. Danke sehr. Schatzsuche sagt, hier ist was. Gerüchte zufolge ist im Tiefen der
Aguero Azul einen Schatz zu finden. Das soll ich mir mal ansehen. Belohnung ist XP und irgendwas anderes. Ist das vielleicht ein Depot hier? Ja, das sieht nämlich so. Ich meine, sind diese eingekreisten roten Dinger Depots? Rang 7, jaranische Geschichte. Rüste dein Fahrzeug auf und ich gebe dir was, das dich so richtig ins Schwitzen bringen wird. Ein Meet and Greet mit deiner Mutter? So, der Rest ist nicht mein Problem. Kümmert euch um euer Überleben. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Also nichts. Was war das? Das klang, als käme. Ein Suchgebiet. Ach so, Suchgebiet im Sinne von so, soll ich suchen. FND, Informationen, Vorratslieferungen. Informationen zufolge überwacht die Guerla all unsere Vorratslieferungen. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass Terroristen unsere Lieferungen abfangen können, überwachen wir nun deren Überwachung. Hier wird nichts überwacht. Wir überwachen ihre Überwachung, die unsere Überwachung überwacht, damit unsere Überwachung ihre Überwachung mehr überwacht, als sie unsere Überwachung überwachen. Kapisch? Diese Überüberwachung werden sie nicht ausrichten können. Das ist so dämlich, dass es witzig ist. Diese Überüberwachung geht mir übermäßig zu weit. Das Gute, wir nehmen alles mit Schlüssel benötigt. Schlüssel? Schlüssel? Hast du Schlüssel? Wo könnten Schlüssel sein? Ach stimmt, ich glaube, ich habe Vivro in der Gun drin. Damit es ein bisschen tödlicher wirkt. Sollte ich mir merken, wenn ich das nächste Mal ein Schloss aufschieße. Nein, ich hasse Tagelöcher. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen, Mungo. Ich will seinen Schlüssel, scheiß auf die Bekenntnisse. Den will ich auch. Wo ist der Kackschlüssel? Ich will das öffnen. Ich sollte mich darum kümmern, aber ich habe keinen Bock. Wo ist der Schlüssel? Der kann ja nicht weit sein, glaube ich. Oder? Weil das ist ja Suchgebiet hier. Also. Keine Ahnung, für mich ist das selbstverständlich, dass er hier irgendwo sein muss. Auf dem Dach? Nur Müll. Kunstfragmente von 143. Wo ist denn der Scheißschlüssel? Einsatz in der Nähe. Ja, ist mir doch scheißegal, ich will den Kackschlüssel hier. Warum hat das gerade vibriert? Jetzt machen wir aber mal aus sicherer Entfernung. Die Alten alle umgebracht. Danke. Wer du auch bist,
Nee, nicht in Gefahr. Ja. Warum kann ich in diesem Spiel nicht tanzen? Naja, die fucking gerade hier die Hütte ab. Ich wollte eigentlich noch rein. Danke, mache ich wann anders. Och man, als ob die echt den Eingang... Fuck. Komm hier rein. Oh nein, Wasser, furchtbar. Na, auf der Switch hat das geklappt, dass das Wasser jetzt einfach despawnt. Wo ist der Kackschlüssel? Das muss ja hier irgendwo sein. Da drin ist ja noch ein Gegenstand. Schreckensherrschaft des Mongos ist vorbei. Ach, der hat den Schlüssel. Scheiß Mongo aus dem Kongo. Junge, was wollen die alle von mir? Woher, ja gut, ich würde nicht sagen, woher wissen die, dass ich hier bin. Also, ein bisschen obvious. Hier drüben. Grill dich mit deinem Pferd. Kann ich die Tür irgendwie verriegeln? Jetzt kommen die ganzen Cowboys aus dem Wilden Westen. Ich bin froh, dass ich nicht fertig bin. Und mit Mongos. Rangaufstieg, Level 4. Wie heißt Level 4? Ja. Kann ich mich teleportieren? Ich habe keinen Bock auf die Wichser. Hier, der Kampf nicht möglich. In die Kämpfen. Ihn nie kämpfen. Dann leg ich. Alle um. Ja. Mach A. Einfach im Gebüsch umgelegt. Ehrenlos. Das Geile ist, nach den Aufnahmen kriege ich dann immer über Ubisoft Connect so eine Nachricht, dass ich bei einer Herausforderung mitgemacht habe. Und dann kriege ich irgendwelche gerade Sachen, wie zum Beispiel die Molotow-Cocktail. Ich habe bisher noch keinen einzigen gecraftet oder keine Ahnung, wo man die herkriegt. Ich habe die immer bekommen. Das ist halt so, weiß ich nicht. Ich mag sowas eigentlich nicht, wenn man sich über sowas ins Spiel einmischt. Warnung, hatten wir schon. So. Du bist aber kein guter Fahrer. Dein Maul. Ah, eine Gefangene. Und diesmal lass dich nicht umfahren wie beim letzten Mal. Liberalenkiste. Ach, Liberalenkisten gibt's. Ist der böse oder gut? Sehr gut. Gut, dass das angezeigt wird. Hä? Was ist denn hier? Hier ist doch nichts. Ach, ihr seid doch krank. Liberale Hippie-Penner. Ich sag schon wieder Liberale, sind gar keine Liberalen. Libertad hieß die Stadt. Verdammt. Schnellreisen dahin. Madrugada. Ich finde es schade, dass sie die Punkte aber nicht mehr zurückerobern können. Hey. Servus. Give me that. Oh ja, Munition, oder? Nee, Teile, schade. Den nehme ich. Den Funky. In eine Übergabestelle. Scheiß natürlich. Da, 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 da.
20 Minuten für nichts. Nach rechts Mittelfinger. Nach rechts Mittelfinger. Nach links Mittelfinger. Überall hin. Mittelfinger. Mittelfinger. Macht eure Scheißplantage zu, sonst komme ich mit den Flammenwerfer. Mittel. Ach, explosive Lieferung. Soll ich dir gleich zeigen, wie das funktioniert? Wie weit noch? Falsche Richtung. Ich kann mein Buggy ein bisschen ruhiger, ich kann sie nicht fahren. Ja, nein, ja. Ich weiß nicht, ob das eine liebere eine Dingskiste ist von denen, die da unten markiert ist auf der Map noch. Jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, ob jemand das lang genug gespielt hat, das Spiel, um mir das zu sagen. Ist vor mir nicht der Außenposten oder nicht? Ich gratis! Ach ja, die Straße auch nehmen können oder was? Da. Ich hab meinen Führerschein gewonnen! Laut. Oh doch, ich darf ihn nicht erschießen, sonst werde ich bemerkt. Oh, bring sie um. Bring sie um. Los jetzt. Komm her. Ha, dummer Hurensohn. Ja, beschädigt er Fleisch, der braucht auch seine Pension. Oh, das ist ein Panzer sogar. Pff. Supremo! Meiner! Nur der Scharfschütze. Den habe ich doch so gesehen ungesichtet erkundet, oder? Ach komm. Ja, es gibt nämlich eine Trophäe dafür, wenn man den ohne gesichtet zu werden einnimmt. Was war das? Das Depot oder Unterkunft? Keine Ahnung, manche Leute. Eigentlich reparieren. Da, Handel. Das. Scheiße. Aber so ein Stützpunkt von den
NFD, den kriege ich ja nur, wenn ich hier Dings mache. Hier, sag schon. Wenn ich alle umbringe, das ist ja nicht mit komplett einnehmen. Also irgendwie so ein kleines Ding einnehmen. Hola. In der Tabakfabrik Castillo Señorial gibt es wichtige Infos. Sieh dir das mal an, aber pass auf, da wimmelt es von Soldaten. Muchas gracias. Wo? Na gut, hier nicht. Karpfen. Stimmt, Angeln gibt's ja auch in dem Spiel. Neue militärische Ziele aufgedeckt. Oh. Die will ich eigentlich schon schaffen. Am besten ungesichtet. Aber naja. Muss analysieren, wie man das Ding einnimmt. Und am besten sofort auf. Diese Fahrzeugbestecken. Bastard, als ob ich was repariere. Und ich verreck da drauf oder nicht. Revolution, Balale, oh, oh. Oh fuck, das ist das Depot schon. Ach, das ist die Tabakfabrik. Junge, Junge, ist das tief. Ich brauch Tabak, ich brauch Tabak. Oh. Ein Guapo kommt gleich. Guapo wird ja alles umlegen. War gerade schon Helikopter. Und der macht Schrob, Schrob, Schrob. Ich will 100% Trophäen in diesem Spiel haben. Ich habe gesehen vom DLC 0,0%, aber naja, das schreckt mich bisher noch nicht ab. Oh nee, das ist eine Vivro-Plantage da vorne. Wobei, so gesehen, wer nicht. So gesehen ist das auch nicht mein Problem, also. Ivo. Kann ich hier einfach Dings annehmen? Flagge? Nö. Komm, ich will die Kack-Trophäe. Wenn ich die habe, dann habe ich weniger. Wie ist es schon? Bammel. So, ich bin zu früh. Ich habe zu früh angehalten. Ich bin noch gar nicht in der Station so gesehen. Ja, deine Mutter. Warum versuche ich bestimmt die Trophäe gerade bei einem Lager zu kriegen, wo man das definitiv nicht lösen sollte? Ah, stimmt, weil ich dumm bin. Clara, ich glaube, ich bin gleich an der Tabakverpackungsanlage. Da könnte es was Nützliches geben. Schau doch mal, ob du einen Computer findest. Vielleicht finden wir ein paar gute Informationen. Coño, will ich jetzt dein IT-Fuzzi oder was? Ja, genau. Dani Rojas. IT-Guerillero. Suerte. Fuck, da sind die. Komm, da kommen wir hier rein. Scheiße.
weg. Kann mir irgendjemand einen Eingang reinzaubern, oder ist ein bisschen vorne? Nee, ich guck mir die Trophäe im nächsten Part an. Tschüss. Hey, ich brech einfach ab.